Hallo meine Lieben, ja, willkommen zu Türchen Nummer 7. Gestern hatten wir den Live-Chat und das war echt richtig gut. Also es hat mir super, super gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ja, und ja, heute sind wir wieder bei unseren Adventskalendern. Und ich zeige euch erstmal, hier hatte ich einen Klassik drin. Der kommt an die Seite. Die Päckchen machen wir auch später. Und jetzt erstmal der IKEA Adventskalender. Und ich suche mal die 17, die ist hier. Ja, und heute lernen wir wieder ein schwedisches Wort, nämlich Schneeball, Schlacht. So, und hier haben wir so eine Schokoladentafel drin. Und ich probiere mal. Ja, das ist einfach nur ganz normale Vollmilchschokolade. Und wir starten mal den Kalender. Willkommen bei deinem digitalen Schwedisch-Wörterbuch. Wusstest du schon, was Schneeballschlacht auf Schwedisch heißt? Wenn du es wissen willst, tippe auf den Begriff. Snowboardskrieg. Oh je. Das klingt da ein bisschen wie Krieg, ne? Ich tippe noch mal drauf. Snowboardskrieg. Ich glaube, das kriege ich nicht mal nachgesprochen. Snowboard. Snowboardskrieg. Snowboardskrieg. Okay. Das klingt für mich wirklich wie Krieg. Ja. Also, ja, gut, Schlacht ist ja theoretisch auch nichts anderes als Krieg, ne? Klingt nur irgendwie nicht so aggressiv, finde ich. Ja. Okay, das war der IKEA. Der kann einmal an die Seite. Und ja, hier sind heute irgendwie viele Sachen drin. Ich könnte mir vorstellen, dass das wieder sowas wie Weingummi oder so ist. Vielleicht eine größere Tüte davon. Also es fühlt sich ein bisschen wie Weingummi an. Würde ich sagen. Ja, und hier ist ein Päckchen drin. Da könnte einfach alles drin sein. Also das kann ich nicht ertasten. Obwohl es klingt ein bisschen wie ein Puzzle. Ja. Und ich weiß nicht, was nehme ich heute. Ene, mene, mu und raus bist du. So, dann fangen wir mit dem heute an. Anhaltender Dummheit, gut verträglich, schnell wirksam. Idiotikum, okay. Wirkt auch bei Vollidioten. Und da sind 50 Schmerztabletten drin, also Dummheit tut anscheinend doch weh, wie ihr lesen könnt. Ja, ist auf jeden Fall eine lustige Sache und hier sind anscheinend sowas wie Smarties drin und hier ist tatsächlich auch noch eine Gebrauchsanweisung drin, also zu Risiken und Nebenwirkungen schlagen Sie einen Arzt oder Apotheker. Ja, und hier steht dann, wie oft man das einnehmen darf und welche Nebenwirkungen denn so da sind. Das werde ich mir dann genau durchlesen, bevor ich das einnehme. Ja, vielen Dank, das ist sehr freundlich, muss ich ehrlich sagen. Also bin ich ja richtig geplättet jetzt. Ich probiere es auch direkt morgen früh aus und berichte dir dann, ob es wirkt, Schatzi, ne? So, okay. Und dann machen wir hier weiter. Und ich hatte recht. Oh, und was für eine Riesentüte. Mädelsabend, ja, und das heißt nicht umsonst so, weil bei dieser riesen Tüte, das reicht ja wirklich für einen Mädelsabend mit drei, vier Mädels. Ja,
Das passt ja dann zum Thema gestern ziemlich zum Schluss vom Livestream mit dem Fan-Treffen. Ja, da könnte man das dann gut mitnehmen. Und hier sind dann lauter solche Taschen, Herzen, Einhörner, Schmetterlinge, Sprechblasen, Ringe, Schuhe, Kätzchen und Kleider drin. Ja, cool. Und die werde ich mir wieder in eine andere Tüte umfüllen, in so eine Zipptüte. Und dann halten die sich nämlich ganz lange. Ja, ihr Lieben, und das war's tatsächlich schon. Türchen Nummer 17. Und ich schiebe hier alles nochmal ein bisschen ins Bild. Ja, und das ist natürlich echt lustig. Ja, meine Schokolade werde ich natürlich auch noch vernaschen. Ja, und dann hoffe ich, dass ihr Spaß am Video hattet und sage schon Tschüss und bis morgen.